Ja, ein gutes Glas Wein, ein gutes Essen. Man kann es sich schon gut gehen lassen hier im Hotel Alpine Palace in Saalbach-Hinterglemm. Herzlich willkommen zu unserem Poker-Cash-Game zu German High Roller. Idealerweise hat man sich vorher die finanzielle Grundlage geschaffen, um es wirklich genießen zu können, das gute Essen und das gute Trinken. Das ist natürlich beim Poker durchaus möglich. Erst recht in unserer Cash-Game-Runde. Die Spieler haben ihr eigenes Geld mitgebracht und spielen hier wirklich um hohe Einsätze. Wir wünschen Ihnen in den nächsten 90 Minuten viel Vergnügen. Poker der Extraklasse, und das ist unsere Elite-Runde hier bei German High Roller für heute. Heute am Tisch der Chefredakteur vom Pokerblatt, Jan-Peter Jachtmann. Der Sieger der IPT Tallinn aus der Schweiz, Ronny Kaiser. Finanz- und Anlageberater Robert Zipf. Geschäftsmann aus Hamburg, Herbert Büttner. Unsere Kultfigur, Hermann Pascher. Poker-Globetrotter Jonas Kronwitter. Ex-Schönheitschirurg Dr. Michael Keiner. Und der Sieger des Austrian Masters 2011, Clemens Manzano. So sieht's aus. Ronny Kaiser hat aus 20.000 30.700 gemacht. Dann haben wir ja drei neue Spieler mit Clemens, Herbert und Robert, die sich mit 20, 15 bzw. 10.000 Euro an den Tisch setzen. Nach wie vor satte Minus Hermann Pascher. Er hat noch ein wenig Zeit, hier wieder einiges gut zu machen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Eine neu zusammengesetzte Runde, neue Tischdynamik, eine bekannte Stimme an meiner Seite. Marc Gorg wird das Ganze heute wieder mit uns analysieren. Herzlich willkommen. Micha, ich grüße dich. Grüße auch an die Zuschauer zu Hause. Wir grüßen einfach mal alle. Und sehen sicherlich hier ein Raise vom Button mit 7ern. Und dann wird es den auch hier obligatorischen Call geben. Hermann gegen Ronny. Wenn das kein Anfang ist. Das ist doch schon mal ein schöner Flop. Hermann hat den aber gecheckt und jetzt auf dem Turn erst setzt er an. Muss man das nicht direkt anspielen hier mit gefloppten Two-Pair bei so einem draw-lastigen Flop? Ja, den Flop vielleicht nicht direkt anspielen. Da kann man auf jeden Fall zum Aggressor checken, aber jetzt spätestens sollte man doch schon mal gucken, was Sache ist. Und wir sehen, der Ronny kommt mit seinen 7ern hier durch, ja, macht die Straße. Na, ich mach trotzdem 1300. Hermann, ja, schlägt dich mit deinen eigenen Waffen. Er kennt mich. Komm mit deiner Boxer, Hermann. Er möchte ganz genau nochmal meine 1300 haben. Er weiß die Zahl, die kann ich nicht wegschmeißen. Ne? Sofort bestrafen. Es sind on TV, ja. Kein Respekt mehr, die jungen Leute. Nein, die jungen Leute haben keinen Respekt vom Alter. Keinen Respekt vom Alter. Also bezahlt in jedem Fall. Ich überlege bloß, ob ich ein bisschen was anspiele für den Herrn. Ne? Ah, Hermann, also, besser nicht. Das ist schon mal gut, das hat Respekt. Das du, finde ich gut. Ja. Herr Ronny. Herr Kaiser, bitte. Herr Kaiser von. Wie von den betroffenen Unternehmen. Und für dich und den Rest von Deutschland, ne? Das ist keine Tracht, was ich anhab, gell? Sondern? Ne? Das nennt man Beiratsstyle, in Deutsch Piratenlook. Bloß, dass das einmal klargestellt ist. Ach so. Jack Sparrow ist unter uns. Hermann, der Pirat bezahlt hier. Ja, Raisen. Macht halt auch gar keinen Sinn. Drei Karo draußen, die Straße liegt offensichtlich da. Das ist eine Bombe. Macht der genau der Zehner. Bube 9 schon. Was nutzt der Stahlhelm, wenn der Bauchschuss kommt? Genau der Zehner. Oh, Herr Doktor, bringt auch noch einen Spruch. Ja, es war vielleicht ein Fehler, hier nicht den Flop anzuspielen. Ich glaube nicht, dass Ronny da wirklich bezahlt hätte. Bleibt bei mir, glaube ich, ja? So ist er relativ einfach zu seiner Turn und später dann auch zu der River-Karte gekommen.
Blinds im Übrigen, ganz klar, wie immer, 50-100. Der Spieler am Button zahlt immer stellvertretend für alle einen Ante von 50 Euro. Da gibt's einen Call von Robert. Clemens called. Clemens, den wir bisher hier noch gar nicht gesehen haben bei German High Roller. Kommt aus Wien. Spielt sehr viel Online-Poker. Und das wohl sehr erfolgreich. Der Plan aller, dich im Pott zu behalten, gelungen. Ein verhaltenes Auffüllen mit Ass 10 aus dem Small Blind für Michael Keiner. Jetzt der Nutflush-Draw. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ich denke mal, da wird der Micha durchaus dazu bereit sein, hier noch den einen oder anderen Chip zu investieren. Robert hier mit dem Gutshot, Backdoor Flush Draw. Ja, Clemens hat zwar getroffen, aber das war ihm insgesamt ein bisschen zu dünn. Also dann nur Michael Keiner gegen Robert Zipf. Nut Flush Draw, Gutshot. Oh, das ist eine sehr interessante Karte jetzt. Durchaus. Jetzt kommt natürlich die Backdoor Flush Option für den Robert. Also der wird auf jeden Fall die 700 hier bringen. Raisen macht für mich jetzt keinen Sinn, nee, weil wenn der Micha von vorne anspielt, dann kann er durchaus den Buben haben. Dann hätte er jetzt einen Drilling und den wird er ja dann nicht wegschmeißen. Von daher ist Call hier eigentlich die einzige Option. Das ist natürlich sehr interessant. Das ist eine wunderschöne Karte. 1000. Flash. Flash gegen Straße, naja. Da gibt es natürlich hinten raus von Robert kein Race mehr. Logisch, aber die Bordstruktur bezahlen ist, muss er das dann. Die Bordstruktur ist auf jeden Fall viel zu gefährlich, um da zu raisen, aber wenn er mich ja da bloß einen Tausender setzt in den Pot, der da schon fast 3000 Euro groß war, dann muss man auf jeden Fall bezahlen. Führt kein Weg dran vorbei, wenn man da schon eines seiner Outs trifft, wenn auch nicht das Schönste. Also mal ein Pot hier zum Auftakt für Michael Keiner. Kann ja auch nicht so schlecht sein, um am Anfang gleich erstmal ein bisschen Fahrtwind aufzunehmen, ja. Wir wissen doch alle, was ein guter Start wert sein kann. Ja, und Poker ist ja ein Laufspiel, hört man immer wieder von den Spielern, wenn es dann mal läuft. So sagt man sich, ja. Vielleicht ist das jetzt hier schon wieder die 700. nächste Hand. Ähnlich wie gerade aus Ass 10 Kreuz, Ass Bube Kreuz. Entschuldigung, ist mal aus der Hand, Coach. Gell? Da darf der sich mal gehen, ne? Auch mal, ich darf auch mal raisen. Du. So, hier sind wir den Hammer. Geld. Was ist passiert? Oha, gar nicht zimperlich mit Ass 5 im Peak. Ja, ich bin auch gar nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist von Herbert. Ich weiß nicht genau, ob er mit dem Spiel von Michael Keiner so vertraut ist, aber Michael gilt natürlich als tighter Spieler. Der raced sicherlich hier mit einer Hand, die besser ist als Ass 5. Das vielleicht aber auch nicht so stark ist, um die 2800 ohne Position Preflop zu bezahlen. Ich sag ja, ich sitze hier im Sandwich. Ich muss zwei. Ja, ich weiß ja, wer hat mich denn hier zwischen euch zwei gesetzt? Setzt euch da nebeneinander. Was tust du? Besser am Platz, die meisten Menschen träumen davon. Hör ich dir. Und du hast das umsonst. Du weißt ja, dass es irgendwann trifft. Also, ich kann dir jetzt was sagen. Ja. Wir kennen uns schon lange, das weißt du, ne? Ich weiß. Ich kenne wenig so geisteskranke Spieler wie ihn. Ne? Ja. Gibt's auch nicht viel. Hast du mal gefallen, das wird alles. Nee, ich möchte das nicht. Ich mach das für die anderen. Hör auf, ne? Gibt's nicht viel. Nicht persönlich, weil er war, okay? Gibt's nicht viel. Nicht vor der Kamera, ne? Also. Offiziell kennen wir uns hier nicht am Tisch, gell? Merkt ihr das? Ich sag auch mal, ich zeige jetzt einmal da, was ich jetzt damit drauflegen. So. Mhm. Meine Fans das auch richtig sehen. Aber du weißt schon, Damen sind teuer, Hermann. 2,8. Ja, hat er gesagt. Das ist. Das geht ja 2,6. 2,6 mehr. Ah ja, wollen wir jetzt bezahlen. So.
Weißt du, das Chicken sagt wieder. Und tschüss. Ja, genau. Ja, ach, das wollte ich mir jetzt aber nicht. Ja. Ja, und da passiert genau das, was ich meine. Der Micha hat zwar hier auf jeden Fall mit Ass Bube die bessere Hand Herbert gegenüber, aber mit dem großen Einsatz konnte er den Micha jetzt Pre-Flop vertreiben. Ja, aber immer nur bezahlt ist da auch lange. Ja, aber da wäre es ja nicht zu teuer, aber die Gaudi. Jetzt sieht er das Ass. Wer spricht als Ass? Jetzt würde ich ganz gerne mal das Gesicht sehen von Michael. Vielleicht haben wir ja gleich noch die Chance, einen Blick drauf zu werfen. Ich schaue nochmal rein. Mit mir brauchst du keine Kamine machen, Hermann. Ich auch. Willst du mir sagen, dass du dir das nicht merken kannst? Ja, kann man wirklich nicht merken. Aber wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht, Hermann. Ich kann ihm jetzt wirklich zu schwer zu machen. Ihr seid gerade. Ja, das ist ganz einfach, Hermann. Wenn man sich nicht auskennt, ne, dann spüren wir an. Und ich mag die Wadereien nicht und so. Wir kennen uns, versteht? Wir spinnen einfach. Ja. Umso länger ich überlege, mache ich immer alles falsch, Hermann, weißt? Die beiden kennen sich wirklich sehr lange und sehr gut schon. Können wir es klein halten, die Scheiße, oder? Können wir es doch klein halten, die Scheiße. Mach einfach, wie du denkst. So? Mach einfach, wie du denkst, Hermann. Ah, Hermann. Zeigst Hermann. Du mir die Karte, wenn du wegschmeißt? Zeig's mir nicht. Aber ich sag das draußen dann. Und das stimmt. Draußen sie es im Fernsehen ja gut, ey, aber da musst du ja 3 Monate warten. Ich sag das schon draußen an der Bar. Was? Ja, den muss er wegschmeißen, die Zehner. Wer also, der Zehner? Auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ne? Da kann man, glaube ich, nicht lang rummachen. Das war, nicht einfach. Das war nicht einfach zu spielen für mich. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über unseren neuen Spieler. Ein Geschäftsmann aus Hamburg. So kann ich ihn hier vorstellen. Geht auch nicht zimperlich ran an die Sache. Am Flop direkt 5000 angespielt, also das schon. Und ich habe ihn noch gefragt, was ich ihn, wie ich ihn vorstellen soll. Und er meinte, du kannst sagen, ich bin Psychotherapeut. Also Psychotherapeut, alles klar. So, Elefantenmann weg. Der Elefantenmann. Was immer das explodiert bei ihm. Hermann zahlt immer. 6-3 off. Michael Kainer wird ein bisschen angefressen sein. Ich glaube, dass Michael jetzt denkt, dass Herbert da gerade nicht das Ass gehabt hat in der letzten Hand. Oder wäre viel Geld reingegangen. Aber wäre, hätte, könnte, spielen. Ja, ich denke, bei Michas Titan Spielansatz wäre die Action auch wahrscheinlich bei seinem Gegner geblieben. Und von daher... wer weiß aber, die 5000 am Flop überhaupt gebracht hätte. Weil letztendlich hat er ja genau dieselbe Entscheidung wie vor dem Flop, nicht wahr? Mhm. Gegen Ass König und Ass Dame ist er hinten. Und genau aus dem Grund schmeißt der Pre-Flop jetzt wahrscheinlich weg. Aber gut, hätte, wenn und aber. Genau. Wir befinden uns in der nächsten Hand. Die wird bestimmt auch ganz lustig werden, denn irgendeiner wird schon treffen bei diesen Kraut- und Rüben-Händen, die da aktuell gespielt werden. Kein einziges Bild unterwegs. Dass du raised oder foldest. Kein Robert mit 9-4 okay, bekommt sehr, sehr gute Pot-Odds und deswegen hat er auch ein bisschen überlegt, weil vor ihm Race und Call war. 9-4 in Karo, sind aber im Mack und da haben wir Dame 4-6. Jonas gegen Ronny. Ja, das ist auf beiden Seiten erstmal nicht so viel, aber ich denke mal, die Jungs wird das relativ wenig interessieren. 1000 für Jungs. Da geht die Kohle erstmal rein. Ein Tausender, mal gucken, wo wir stehen. Nicht wahr? Ja, Ronny hat Bauchschuss und Backdoor-Flush-Möglichkeiten. Den sogenannten Flush-Eingang. Nicht wahr? Und wenn man genau hinguckt, mit der Herz 4 ist es sogar ein Straight-Flush-Eingang. Mhm. Oder wie manche Spieler auch sagen, der Street-Flash-Eingang. Jetzt ist die Karte wirklich sehr schön. Jetzt haben wir nämlich hier unseren Flush. Draw. Genau. Ja, die Mädels laufen heute. Ja, nicht für dich und für mich, aber. Mädels sind heute fleißig. Und die Dame als Paar auf dem Board ist jetzt natürlich für Jonas auch ein relativ gutes Zeichen, dass da Ass hoch eventuell noch was wert sein könnte. Macht es natürlich unwahrscheinlicher, dass Ronny jetzt die Dame hält. Boah, hier ist er im Grund. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass Ronny anspielt und versucht, hier den Pot zu klauen und Jonas sich mit Ass hoch denkt, na, die Sache gucken wir uns doch mal an. Aber hier wird die Größe des Einsatzes sehr, sehr wichtig sein von Ronny.
Wenn er blufft, blufft er mit viel Geld oder mit wenig? 1300. Das ist recht wenig. Aber Hermann Pascha wird ihm danken, ohne in der Hand zu sein. Eine Bettgröße, die sich hier allmählich durchgesetzt hat. 1300 reicht. Aber eins ist mal ganz lustig vom. Ich denke, 1300 war genau die richtige Setzgröße hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei einem höheren Einsatz Jonas länger drüber nachgedacht hätte. Weil die 1300 sehen so aus wie: komm, bezahl mich doch nochmal. Ja, so weit bist du auch nicht weg. Aber er spielt doch immer mit, also. Das stimmt. Das stimmt, leider. Wir hauen ihn hoch. Wir. Ja, ist er sowieso immer dabei. Das stimmt, ja. An sich ist das eine Serie für Kids, wenn ich da oft drüber nachdenke. Wir haben da wirklich nichts mehr. Genauso wie wenn ich in der Diskothek gehen haben. Ich weiß gar nicht, was wir hier wollen. Wir haben nur drei. Lauter junge Leute. So. Also wir haben jetzt, alles Pipszähler. Ja. Fünf sind ja Ü40-Spieler. Ja, komm, sei doch mal ein bisschen charmant. Wir können eine Ü30-Party veranstalten. Na, Ü40, das muss doch niemand wissen. Drei in den 20ern hier. Ich kenne ja André in alle Disziplinen nach wie vor. In alle Disziplinen. Bloß nicht im Dauerlauf. Der Unterschied ist, ich gehe auch noch 4 30 durch, hier nicht mehr. Ja. So, Clemens, unser Elephant Man erhöht hier auf eine relativ unübliche Summe von 350. Die 50er Chips werden überhaupt relativ selten genutzt. Da merkt man immer, wer der Online-Spieler ist. Wenn man online spielt, kann man ja. Ja, da gibt es häufiger mal so krumme Summen. Krumme Setzbeträge eingeben, am besten noch irgendwas mit Komma. Ja. Das soll den Gegner dann verwirren, die Odds auszurechnen. Oder einfach, weil es. Ja, und mit seinen, 350 landet er doch hier direkt in ziemlich netten Treffer. 700. 700 Punkte. Ja, Ronny hat getroffen. Ist trotzdem schwierig zu spielen. Ja, aber da wird er schon erstmal nochmal dabei bleiben. Mal gucken, ob er hier raised, um seine Handstärke irgendwie zu definieren. Bezahlt jetzt bloß, auch okay. Ah, das Ass wird ihm wahrscheinlich ein bisschen Angst machen. Aber an Clemens Stelle könnte man jetzt relativ gut checken. 1800. Oder nicht? Ich spiele gerade Österreichs Nachwuchshoffnung gegen die Schweizer Nachwuchshoffnung. Ja. Hohes, ganz hohes Niveau. So kann man es auch sehen, wie Jan-Peter Jachtmann. Ich habe gedacht, der ist Französisch. Österreich und Schweiz im Duell. Österreich. Ja, wegen der Napoleon-Logge, weißt du. So, bitte. Der Clemens weiß ja, dass er mit seiner Hand da vorne ist und will natürlich hier einen Pott aufbauen. German-Speaking, das ist der German-Speaking-Market, you know? Wir machen da das Pokerblatt auch für den deutschsprachigen Markt. Dass ich das Pokerblatt mal erwähnen darf, einmal am Abend. Zum Beispiel. Das darf Jan-Peter natürlich, das Pokerblatt erwähnen. Er ist der Chefredakteur der Zeitung. Die Call von Ronny finde ich jetzt hier nicht so schön, weil das Board wird ja definitiv nicht besser. Also die 6, die jetzt kommt, ist schon die beste Karte, die er treffen kann. Und wenn er den Turn bezahlt, muss er den River eigentlich auch bezahlen. Herbert, möchtest du auch mal auf Titel vom Pokerblatt? Weil mit der 6 hat sich ja jetzt im Grunde genommen gar nichts geändert. Ich habe hiermit schon Probleme. Michael, auch eine ziemlich kleine Wette im Verhältnis zum Pott. Spielst du an meiner Stelle genauso wie ich auch. Schau das an. Ich werde es anschauen. Ja, also mich hat der Call auf dem Flop schon gewundert ein bisschen. Ich meine, er hat die 3 getroffen, aber dass sich seine Hand noch verbessert, ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Ich finde so Connectors, gerade Offsuit Connectors, da musst du schon wirklich einen guten Draw haben oder 2-Pair. Aber diese 3 da, die ist doch relativ wertlos, weil der Clemens hat bisher recht tight gespielt, der hat vielleicht doch ein Overpaar. Und egal, was da auf dem Turn kommt, wahrscheinlich wird man keine weitere 3 treffen oder noch eine 4 oder. Wobei die 4 ja jetzt nicht viel ändert an der Handstärke. Ja, aber genau. das große Problem ist einfach, mit 4-3 am Flop von Bube 3 ist man durchaus erstmal vorne gegen ganz andere Kaliber. Beispielsweise
ich da Ass König, Ass Dame, schlägt man da ja erstmal, nicht wahr? Naja, aber er hat dann das Ass ja auch bezahlt auf dem Turn. Ne? Das, durchaus, das war ein bisschen verwunderlich. Weiß nicht, ob es die richtig gute Entscheidung war, aber gut, der Ronny wird sich schon seine Gedanken darüber gemacht haben. Und wer weiß, vielleicht hat er ja schon öfter mit unserem Elephant Man am Tisch gesessen. Vielleicht haben die Erfahrung gegeneinander. Deine Online-Historie ist da durchaus möglich. Also mit 7-2 habe ich das schon öfters. Davon können wir ausgehen. Der letzten German High Roller. Ja. Das habe ich gesehen, ja. Nee, jetzt mit. 7-2 kam, glaube ich, 7-2. 7-2, ja. 7-7 Bube kam. 7-7 Bube, ja. So, da bahnt sich das nächste Duell an. Ass Bube gegen die 10er. Der wird ja auf jeden Fall die 10er spielen. Entscheidet sich für die ruhige Variante. Erstmal bloß mit Callen. Flop kontrollieren. Suited Connectors, 6-7 bei Ronny, auch eine sehr schöne Hand. Das ist ein bisschen zu dünn für Robert. Das geht auch in den Mack. Dudum. Na ja, Mann, komm. 5-3. Na aber. Alles andere hätte uns auch gewundert, nicht wahr? Die Neugier, die treibt dich schon immer. Ja, die Neugier, genau. Achso, das weiß ich gar nicht, was du bist. Verstehst du das? Verstehst du, weil ich Position habe? You understand me? Ja, das ist natürlich ein Traumflop für die Action am Tisch. Das ist sehr, sehr interessant. Also Hermann und Ronny können wir mal außen vor lassen, aber das Duell wird zwischen Hermann und Jonas natürlich doch gut abgehen, denke ich. Wobei der Herbert hier schon ein bisschen auf die Bremse tritt. Ja. Er floppt Top-Pair, Top-Kicker, aber die Bordstruktur ist ihm wahrscheinlich zu gefährlich und checkt es halt. Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Finde ich auch nicht schlecht, weil wenn du jetzt hier anspielst, es kann ja sein, dass jemand wirklich einen Monster-Draw hier gefloppt hat. Und man wird geraced und man wird gezwungen, auf dem Flop schon sehr, sehr viel reinzustellen. Jetzt geht's los, Jonas mit 2.500. Gefällt mir sehr gut. Direkt anspielen die Nummer, vor allem auf dem Board. Da kann ja viel passieren, nicht wahr? Und hat jetzt hier den großen Vorteil, dass er halt gegen Herbert spielt, der lediglich Top-Hard-Top-Kicker hat, ohne Draw. Und wie wir sehen hier, mit gerade mal 5% dasteht. Da bin ich froh. Wer ist noch im Spiel? Mein Nachbar, ich habe gar nicht gemerkt, dass der da ist. Jetzt merkst du es. Aber jetzt ist er da auf einmal. Kommt er plötzlich an. Kommt der Nachbar vorbei, unangemeldet, bringt 2.500 Euro mit. 2.500. Alte Frau, hoffentlich kommt der Herbert jetzt hier nicht auf irgendwelche Ideen. Oh Gott, der sortiert seine Chips. Du hast so ein Textiliengeschäft. Oh nein. Race. Da fällt der ganze Mist zusammen. Das ist aber ein Abge. Mehr? Ich bin noch nicht. Ja. Gut, das macht jetzt natürlich relativ wenig Sinn und der Jonas wird sich über dieses kleine Geschenk bedanken. Ich brauche nur das Geld rein. Du hast weniger, ja. Okay, Olin und Call. Ja, das ist von Herbert natürlich schon riskant, denn mit Top-Paar, Top-Kicker, selbst wenn jetzt Jonas nicht das Set 10er hätte, sondern sagen wir mal so ein Combo-Draw, Straße und Flush, da ist man nicht unbedingt massiv weit vorne. Das große Problem, was Herbert hier einfach hat, ist, dass er maximal, wenn die Kohle am Flop reingeht, maximal einen Coin-Flip hat. Aber in ziemlich vielen Situationen hinten ist. So, jetzt kommen natürlich hier die Split-Pot-Option rein. Dame oder 7 würde teilen. Dame, ja. Ja, 7 oder Dame. Das möchte Jonas natürlich nicht sehen. Nee, 4-10er, das geht aber, oder? 13er reicht ihm ja. Den nehmen wir natürlich mit. 36.800 Euro, ja. Das geht aber. Das ist doch schon mal ein Anfang, nicht wahr? Das ist in jedem Fall Business Class Ticket zu seiner Lieblingsstadt Melbourne. Plus diverse Wochen schickes Hotel. Durchaus. Der Jonas, schicke rote Lederjacke. Mann, Mann, Mann. Der feine Herr. Wir haben ja mal gesagt, kein Pferd muss höher springen als das muss. Aber das war natürlich schon eine. So lässt sich's leben. 36.000er Pott abgegriffen und Herbert wird nachlegen, um sich das Geld zurückzuholen. Denn es ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders. Ronny ist im Plus. Mit 10.950, ordentlich im Minus, Hermann Pascha. 44.400.
Das Alpine Palace in Saalbach hinter Glemm, nunmehr schon in der 7. Staffel Austragungsort für die German High Roller. Weiter geht die wilde Fahrt. An meiner Seite nach wie vor Mark Gork, der hier auch schon oft mitgespielt hat, der die Spieler alle gut kennt, der die Tischdynamik kennt. Bern. Und der jetzt hier aus der Vogelperspektive das Geschehen beurteilt. Der kann euch sagen, wir werden hier auf jeden Fall noch einiges an Action unter großen Pits zu sehen bekommen. Die Berner sind bekannt dafür, normalerweise dafür, dass sie sehr langsam sind. Ja. Und ja, aber Speedy also Ronny Race, Ass 5 auf. Der Vergleich hinkt. Tut mir leid, der Vergleich hinkt. Ja. Dr. Keine. Tate. Ah, Clemens, unser Elephant Man, traut sich hier nicht, den Move auszupacken mit König 9. Da haben wir natürlich den Call mit König 4 suited. Na klar, der Hermann, der hat da ganz andere Ansprüche, ja, nicht wahr? So, Herbert. Vielleicht auch ein bisschen angestochen von der Hand gerade. Raised hier mit Offsuit Connectors. 1900. Ich kann dich nicht alleine lassen. Ja, einmal wollte ich das einmal mit dir an diesem Tisch spielen. Ein Traum wird wahr. Ja, Nightmare, ne? Ja, kann Hermann ja gar nicht anders als nachbezahlen. Ich bin jetzt zwei Hamburger, wenn ihr was reden kann. Zwei Hamburger, ja. Jungs. Genau. Der Hamburger, Hamburger Junge. Zwei Hamburger. Ja, geh jetzt zwei Hamburger. Muss ich aus Prinzip jetzt machen. Ja, das ist doch völlig klar, dass der Hermann sich das nicht entgehen lässt. Das ist klar. Entweder gewinnt der Franke oder es gewinnt der Hamburger. Ne? Mehr Möglichkeiten gibt es nicht bei drei Mann. Auch schön, ne? Ich finde den Move von Herbert ganz schön riskant, da aus dem Small Blind heraus. Die Idee ist ja nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob man dann, weil man weiß ja sowieso, ein Call gibt es in jedem Fall und dann bist du gezwungen, out of position diese Hand zu spielen. No, es gibt nicht unbedingt einen Call. Warum denn? Ja, weil Hermann in deiner Hand ist. Jetzt, wo du sagst? Ja, der callt immer. 3000. Und Jan-Peter hat nichts. Und Hermann hat das mittlere Paar. Ah, der Hermann wird ja auf jeden Fall dabei bleiben. Ich denke, Jan-Peter wird sich... Das Gefühl hier, so wer zuerst blufft, hat gewonnen bei dem Spiel. Aber ich schätze, es dauert länger. Ich trinke mal in der Zwischenzeit. Prost, Herbert. Und der Herbert, der hat hier wirklich gar nichts. Ja. Schon überzeugt. Weiter hat Jan-Peter auch weggeworfen, weil er sieht, dass Hermann schon den Call in der Hand hat. Dann müsste ich jetzt der 1 kommen. Das ist noch nicht mal ein Call, das ist ein Race. Na wunderbar, Hermann, komm, für deine Fans rein, die Radatten. 8000 Euro. Er hat es ja richtig gesagt. Hat doch ein Frankie gewonnen. Ja, ist der rein schon, Karma. Hast du was, Hermann, hast du was? Ja, freilich. Zeig mal bitte. Treffer. Ja. Treffer reich. Treffer sind nuts hier. Na, aber auf jeden Fall. Martin Hof, 8000 mit nix oder was? Nee, auf die Idee kommen wir gar nicht. Ich hab gesagt, da drei Mann, entweder gewinnt der Hamburg oder der Franke. Also mehr geht dann nicht. Hamburg oder Franke muss ja. Ja, Hermann und Herbert, die kennen sich eben gut und die werden schon einige Partien miteinander, gegeneinander gespielt haben. Das könnte auch noch zu dem ein oder anderen interessanten großen Pott hier kommen. Die beiden sind aber erst einmal raus, kurz die Beine vertreten. Oder die Lungen füllen, je nachdem. Oder die Lungen teeren, um, ja, um mit den dicken, dicken Autos darauf zu fahren. So, wir sehen hier einen Open Limp vom Robert mit 6-7 suited. Kann man auch raisen, aber gut, das kann jeder halten, wie er möchte, nicht wahr? Ja, das ist oftmals so bei Spielern jetzt wie Robert oder haben wir auch schon andere Kandidaten gehabt, die wissen, dass die Action einfach dann nach ihnen oft kommt. Und... Wobei in den meisten Fällen die Action nach ihnen kommt, wenn sie selber keine Action machen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, hätte Robert hier auf 600 erhöht, dann wäre der Jonas wahrscheinlich mit Ass 10 hinten mal mit aufgesprungen, hätte sich den Flop angeschaut. Wobei da natürlich eine 3-Bet mit Ass 10 durchaus denkbar wäre, nicht wahr? Das habe ich auch gehört. So, jetzt kommt Ronny.
Die Spieler überlegen oftmals hier zu re-raisen, 3 Betten, 4 Betten, wenn sie selber auch ein Ass in der Hand halten. Das haben sie vielleicht in den letzten Wochen oft gesehen bei Pius Heinz, unserem Poker-Weltmeister bei der WSOP oder auch bei anderen Situationen, die wir dort gesehen haben, weil sie sagen, wenn ich ein Ass habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas geringer, dass der eigentliche Raiser ein Ass hält und deswegen ja, nutzen sie solche Spots, um nochmal oben drüber zu gehen. Ja, wenn du mir zeigst, wolltest du doch, glaube ich, was soll das jetzt? Du zeigst mir eine Karte ohne zu folden, das verstehe ich nicht. Dann muss man nicht mehr. Wenn du mir zeigst, musst du folden. Oder ja, muss ich ja, logisch. Ja, dann mach es. So, unser Elephant Man Clemens wird dich wahrscheinlich auch wegschmeißen. Und nein, sag ja nur, das Duell zwischen Jonas und Ronny wird jetzt ziemlich interessant, weil die beiden Jungs sind relativ deep. Der Jonas interessiert sich jetzt ja auch schon für den Stack von Ronny, also ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch ein bisschen was passiert. Ich hätte den Flop gern gesehen, weißt du? Die Frage, ob Jonas die Hand wirklich gegen jemanden spielen will, der ich hasse es, dass du Position auf Geld hast. Vor sich hat. Und er sagt, ich hasse es, dass du Position auf mich nicht hast. Stark bist, aber ich kann halt ja, dann wird er wahrscheinlich folden, nicht wahr? Zack, weg damit. Ja, und da sehen wir natürlich wieder den großen Teil der Preflop-Aggression. Wenn man dann eben die 3 oder 4 Bet spielt, dann übergibt man einfach die schwere Entscheidung seinem Gegner. Und der Gegner, Jonas in diesem Fall, schmeißt dir die bessere Hand weg. Und wir haben auch gesehen, als Jonas die Hand weggeworfen hat, er hat das Ass noch relativ, ja, deutlich gezeigt, will ich nicht sagen, aber so hoch weggeworfen, dass Ronny es vielleicht sogar erkennen konnte. Guess the Hand heißt die Runde, wo wir die Startkarten eines Spielers verdeckt halten, um ein bisschen mitzuraten. Wir wissen es tatsächlich nicht und sind genauso gespannt wie Sie, was sich da eventuell verbirgt. Jonas mit dem Raise, das sehen wir noch, König 10. Eigentlich will ich hier den Tarz im Schrei hören. 300. Robert. Das ist bezahlt. Ja. Also, ich würde sagen, also Robert spielt ja hier, das ist gar nicht böse gemeint, aber wie ich finde, ist er der Spieler, der am ehesten ABC-Poker spielt. Das heißt, jetzt hier können wir Asse, Könige, Damen, Ass-König, Ass-Dame ausschließen und gehen direkt in diesen Bereich der spekulativen Karten zu den Connectors, mittlere Paare, sowas. Jetzt ja. Und das sieht doch schon mal auf jeden Fall nach so einer Hand aus, wie 7-8, 8-9, Straße fertig vielleicht, 9-10, sowas in dem Bereich. Also wenn Robert jetzt hier sich für den Flop interessiert, was er offensichtlich tut. Das tut er, das merkt man an der Körpersprache auch. 1000 von Robert. Und raise direkt. Und dann ist er stark. Ich möchte mich fast schon festlegen, was hältst du denn von Pocket 7? Ja, also er ist auf jeden Fall stark. Ich glaube, die Hand ist jetzt schon fertig. Es ist kein Draw. Ansonsten würde Robert